Wir sind die Gruppe Wahl P. Acker und bestehen aus Henrik, Leo und Moritz. So, also erstmal, wie kamen wir überhaupt auf unser Projekt? Was war der Anlass? Also erstmal ist ja bald Bundestagswahl. Da muss natürlich dann auch jeder wissen, welcher Kandidat oder halt auch welche Kandidatin eben zu einem passt. Von wem kann man sich am besten vertreten fühlen, beziehungsweise von welcher Partei? Nun, warum wollten wir denn jetzt ein eigenes Projekt aufstellen? Also die bisherige Software, also wenn man jetzt zum Beispiel an den Wahl-O-Maten denkt, die ist sehr, sehr generisch, sehr allgemein. Also man bekommt eigentlich alles gefragt. Also beispielsweise, man interessiert sich für Umweltschutz, man wird Sachen über die Wirtschaft gefragt. Und hier ist eben das Problem, dass wenn man eben etwas gefragt wird, zu dem man sich eben sehr schlecht auskennt, dann kann es gut sein, dass man vielleicht eine unbeabsichtigte falsche Antwort gibt. Sprich, das Ergebnis könnte eigentlich verfälscht sein. Zudem muss man auch sagen, bei den bisherigen Programmen, da besteht eigentlich alles hauptsächlich auf Basis von Wahlprogrammen. Und da wissen wir alle, ob die jetzt alle so vertrauenswürdig sind, ist fraglich. Und deswegen wollten wir eher auf andere Quellen sozusagen zugreifen für unser Programm. Und dass unser Programm soll sozusagen eine Lösung dafür, für dieses Problem darstellen. Unser Endprodukt ist letztendlich eine Webseite, wo die Nutzenden zuerst auswählen, für welche Kategorien sie sich besonders interessieren. Das kann eine Kategorie sein, das können aber auch mehrere Kategorien sein. Daraufhin zeigen wir die vergangenen namentlichen Abstimmungen aus dieser Legislaturperiode des Bundestages an. Und die Nutzenden können ankreuzen, wie sie sich entschieden hätten bei den Antworten. Dazu zeigen wir noch eine kurze Zusammenfassung da. Die Daten beziehen wir von Abgeordnetenwatch mittels einer API. Eine API ist eine Schnittstelle zu anderen Programmen oder anderen Webseiten, wo wir die Daten herbekommen und diese dann bei uns mitverwenden können. Die Daten gäbe es auch vom Bundestag selber, allerdings nicht so gut aufbereitet wie von Abgeordnetenwatch. Und auch die extra Informationen beispielsweise zur Parteizugehörigkeit oder eine kurze Zusammenfassung sind bei Abgeordnetenwatch einfach sehr gut und sehr hochqualitativ. Technisch haben wir das mit Flask umgesetzt. Flask ist so ein kleiner Mini-Webserver, den hatte ja die Gruppe vorhin auch schon verwendet. Und die Daten von Abgeordnetenwatch cachen wir aber nochmal. Cachen heißt, wir speichern sie an anderer Stelle zwischen. Das hat mehrere Gründe. Zum einen haben wir enorm große Datensätze, also wir reden hier über mehrere tausend Einträge in der Datenbank am Ende. Aber auch die API von Abgeordnetenwatch ist etwas langsam. Und da ist das Problem, wenn eine Anfrage 2 Sekunden dauert, dann dauert es einfach ziemlich lange, bis unser Programm komplett durch ist. Und diese Dauer von 2 Sekunden lässt auch vermuten, dass wir dadurch eine relativ große Last bei Abgeordnetenwatch erzeugen. Und um das etwas zu reduzieren, haben wir auch bereits in der Entwicklung den Cache genutzt, um keine Last bei Abgeordnetenwatch extra zu erzeugen. Die Website ist eigentlich wie jede Webseite mittlerweile mit HTML und CSS gebaut. Und wir haben die Graphen in der Auswertung mit Chart.js umgesetzt. Genau, an dieser Stelle möchten wir euch gerne eine Live-Demo zeigen. Während wir uns vorbereitet, kann ich schon mal ein bisschen erzählen, was wir da sehen werden. Genau. Auf der ersten Seite sehen wir hier die verschiedenen Themen, die wir auswählen könnten, nach denen die ganzen Abstimmungen im Bundestag kategorisiert worden sind. Wir nehmen jetzt Wissenschaft, Forschung und Technologie. Auf dieser zweiten Seite sehen wir dann die verschiedenen Abstimmungen, die getroffen worden sind und sehen auch Details zu einzelnen Fragen, wenn wir uns nicht ganz sicher sind, was das bedeutet. Da wählen wir jetzt bestimmte eine Zustimmung von ungefähr 75% zu den Grünen haben. Und dann Linke als nächstes und so weiter bis zu den Parteilosen. Genau, das ist unser Projekt. Ja, hier ist noch. Okay, wenn man es gerade nicht gesehen hat, die Live-Demo, dann sind hier alternativ, da gehen wir gerade noch. Okay, müssen wir die Screenshots machen? Die Live-Demo machen.
So, gut. Genau. Vielleicht mal gerade. Ja, also wir haben jetzt auf dieser zweiten Seite haben wir die verschiedenen Fragen, die wir auswählen könnten und können dadurch dann zeigen, was wir zustimmen, wem wir nicht zustimmen. Und auf dieser Seite jetzt sehen wir das Ergebnis, wo wir eine 75-prozentige Zustimmung zu den Grünen haben und dann Linke und so weiter. Genau. Jetzt nochmal Screenshots, falls die Live-Demo hier funktioniert hätte, aber es hat ja funktioniert. Wir haben natürlich auch nicht alles geschafft, wie alle anderen Projekte auch. Und wir haben uns überlegt, dass wir noch in Zukunft eine Detailansicht einbauen könnten. Das bedeutet, dass wir auf dieser Ergebnisseite möchten wir vielleicht gerne wissen, was ist der Grund, warum wir eine Zustimmung von 75% zu den Grünen haben, allerdings zu einer anderen Partei nur deutlich weniger. Da könnten wir uns vorstellen, dass wir anzeigen, welche Partei bei welchen Fragen wie abgestimmt hat oder auch in Kombination mit dem nächsten Punkt, welche Personen wie abgestimmt haben von den einzelnen Parteien, weil wir verarbeiten aktuell die Daten von den namentlichen Abstimmungen im Bundestag. Deswegen kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Statt den Parteien könnten wir uns vorstellen, dass wir die DirektkandidatInnen nehmen, die in den einzelnen Wahlkreisen zur Verfügung stehen. Dann meistens sind ja die, oder zumindest ein Abgeordneter ist meistens ja schon im Bundestag drin und dann könnten wir genau sehen, dass der eine Direktkandidatin, für den wir die Erststimme geben, auch so abgestimmt hat, wie wir wollen. Dabei könnten wir uns auch vorstellen, dass wir die Kandidatin begrenzen auf welche, die nur ein begrenztes Nebeneinkommen haben, weil vielleicht uns das sehr wichtig ist. Genauso könnten wir uns auch vorstellen, das auf Landtage auszuweiten. Dafür bräuchten wir allerdings noch von diesen mehr Daten. Genau. Abschließend möchten wir uns noch sehr gerne bedanken bei der Orga, die dieses fantastische Wochenende hier organisiert hat, und bei unseren MentorInnen Yuki und Caro.